Hallo Leute, hier ist eure Alicia. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Mittwochs-Update. Wir haben den 27.05.2015 und heute ist auch noch ein ganz kleines Update rausgekommen, wollte ich sagen, wo ihr neue Klamotten in der Mall finden werdet und der Baroness helfen sollt. Die Quest könnt ihr allerdings nur machen, wenn ihr die Baroness schon kennengelernt habt. Und mein Meerschweinchen möchte jetzt meine Aufnahme wieder sabotieren, deswegen knabbert es am Häuschen. Danke dir, Schatzlein. Ja, bevor wir die Quest anfangen, grüße ich noch ganz lieb. Es sind nicht mehr so viele. Und zwar grüßt die Paula Flowerstar, die Michelle Disco Bride und die Astrid Zebraberg. Die Luisa Blue Valley grüßt YouTube. Die Isabella Scheihaven, die Vanessa Westhand. Die beiden werden von der Steffi Rivertree gegrüßt. Die Kylie Appleheaven grüßt YouTube. Die Olivia, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Suviki grüßt YouTube. Und die Paula Slowbelly und Simone McHand werden von StarStable.0327 gegrüßt. So, wenn ich jetzt nachzähle, es sind noch circa 10 Leute auf der Grüßliste. Das heißt, es wird nicht jetzt, bald ein Video kommen, was nicht mal eine Minute gehen wird, wo ich einfach nur sage, jetzt könnt ihr grüßen. Und dann schreibt ihr unter dieses Video in einem Kommentar, wen ihr grüßen wollt. Und nicht unter diesem. Es wird diese oder nächste Woche dann halt kommen, je nachdem, ob ich noch ein anderes Video mache, wo ich noch grüßen kann. Und ja, genau, so wird das jetzt laufen. Das heißt, haltet euch so nächste Woche bereit oder diese Woche. Ich sag mal erst lieber nächste Woche. Nächste Woche bringe ich dann das Video raus, wenn ich alle Grüße raus habe. So. Guten Tag, liebe Alicia. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Ich kann wirklich deine Hilfe gebrauchen. Meine schönste Perlenkette ist kaputt gegangen und ich konnte nicht alle Perlen finden, egal wie sehr ich auch danach gesucht habe. Sie ging irgendwann während meines Spaziergangs durch die Weingärten kaputt. Irgendwie muss ich die Kette in einer Weinrebe verfangen haben und gerissen sein, als ich die Weinstücke inspiziert habe. Ich habe den ganzen Tag danach gesucht und die meisten Perlen gefunden, aber manche fehlen immer noch. Es handelt sich um ein Erdstück und es wäre furchtbar. Huch, meine Meerschweinchen, Verzeihung. Es wäre furchtbar, wenn auch nur eine einzige Perle verloren ginge. Du hilfst mir? Danke, meine Liebe. Viel Glück. Ich hoffe wirklich, dass du alle verlorenen Perlen wiederfindest. Ja, gucken wir mal, Frau Baroness, ob wir das hinkriegen. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt neue Klamotten in der Mall, die Quest bei der Baroness. Und es gibt auch schon eine Vorschau für die neuen Quarter, die dann keine Quarter mehr sind, sondern Paint Horse. Es gibt ab nächste Woche wahrscheinlich Schickungen im Quarter. Also es ist noch nicht hundertprozentig, dass die nächste Woche kommen, aber es ist zumindest geschrieben, wir müssen nicht lange auf die neuen Pferde warten. Und da sie jetzt auch schon ein Bild von denen gepostet haben, denke ich mal, dass sie wirklich sehr wahrscheinlich nächste Woche rauskommen. Der eine weiß-braune in der Mitte, der wird wahrscheinlich meinen Big Brother ersetzen. Der ganz linke, den werde ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen, weil ihr wisst, die Quarter haben es mir einfach angetan. Und der rechte sieht auch nett aus, der hat auch was, aber den gucke ich mir erstmal so an. Ich habe aber noch Grey Feather zu leveln, Pop Top zu leveln und Blue Diamond muss ich auch noch leveln, also da muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten die Tage. Ja, ja, ja. Und wer fragt, wieso kannst du dir irgendwie jedes Mal, wenn die neuen Pferde kommen, zwei neue Pferde kaufen, dann sage ich einfach nur dazu, ich warte, bis das Lifetime-Angebot kommt mit 3000 Starcoins für 20 Euro. Und ich bin 22 Jahre alt und muss mein Geld selber ein bisschen wirtschaften. Und ja, deswegen. So, ist aber eine lange Quest, ist aber irgendwie ein bisschen trocken. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dafür reden soll. Ja. Achso, nochmal zum Thema SSO. Bring mal mehr SSO. Ich bin Level 16. Ich kann nicht so viel SSO bringen. Eigentlich habe ich nur noch die Mittwochs-Updates immer. Und ich habe zwar noch die ein oder andere Ruf-Quest oder die ein oder andere gelbe Quest. Aber die wollte ich mir eigentlich aufheben für, keine Ahnung was. Und deswegen kann ich nicht unbedingt mehr SSO bringen als immer das Mittwochs-Update. Und das Mittwochs-Update ist auch irgendwie so mein Ding. Und ja. Deswegen schreibt mir bitte nicht immer unter allen anderen Videos von wegen, bei Abenteuer auf dem Reiterhof oder bei Horsehelden, bring mal mehr SSO. Ich kann nicht mehr SSO bringen. Ich weiß nicht wie. Ich könnte mir noch einmal einen Account machen, wo ich das alles neu mache. Aber das ist ja auch, oh Gott, das hat irgendwie fast jeder. Und
ich weiß nicht, ob ich die Motivation aufbringen kann, um das jetzt wirklich durchzuziehen, nochmal Account und ja. Mal gucken, aber ich mag jetzt echt nichts versprechen, weil eigentlich habe ich da jetzt nicht so richtig Bock drauf momentan. Vielleicht ändert sich die Zeit mal wieder, dass ich sage, okay, wäre vielleicht nicht ganz schlecht, die Geschichte nochmal von ganz vorne zu erleben. Weil, ja, bei mir ist das jetzt, ich glaube, auch schon fast 3 Jahre her. Ja. Und da erinnere ich mich kaum noch an irgendetwas, muss ich zugeben. Aber schreibt mir bitte nicht immer unter allen Videos runter, wo bleibt SSO und kommt mehr SSO. Und ja, ich kann halt momentan nicht mehr SSO machen. Und mein Upload ist auch echt miserabel hier, wo ich wohne. Ist echt zum, Entschuldigung, Kotzen. Ich hoffe aber, dass sich das ändern wird in Zukunft. Ja. Mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch alles quatschen soll. Vielleicht nochmal zu meinem neuen Projekt, was ich für die Älteren unter uns gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt eine habe ich noch hochgeladen, aber ich überlege mir, sie momentan gerade freizugeben. Erstmal eine Folge The Witcher freigegeben. The Witcher ist ein Spiel, was ab 18 ist und das nicht ohne Grund. Und ich möchte darauf hinweisen, dass nur weil ihr die Story nicht toll findet oder so, dass das Spiel dann nicht scheiße ist, sondern es gefällt euch persönlich nicht. Aber ich hatte da auch ein paar Leute, die dann wirklich meinten, das ist voll blöd, mir gefällt das nicht. Und wem das gefällt, der keine Ahnung was, wo ich mir denke, hey, jeder hat einen anderen Geschmack. Und ich finde, man sollte das wirklich auch respektieren. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn ihr einen Account habt, womit ihr das Video trotzdem gucken könnt, obwohl auf diesem Video eine Altersbeschränkung drauf ist, möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass das gegen die YouTube-Richtlinien ist und dass ihr oder eure Eltern dann selber wissen müsst, inwieweit ihr euch das wirklich angucken müsst, weil The Witcher ist wirklich nicht ohne Grund ab 18. Da kommen Geister vor, Monster, Blut, Kampfszenen und all sowas. Und ich habe mein Mögliches getan, euch zu schützen. Wenn ihr dann trotzdem meint, ich muss das gucken und habt dann Albträume oder was weiß ich nicht was, bin ich nicht dafür verantwortlich, sondern ihr selber oder eure Eltern. Und ich möchte echt nicht wie ein Elternteil klingen, aber ich fühle mich irgendwo dazu verpflichtet, den einen oder anderen darauf hinzuweisen, dass es wirklich nicht ohne Grund ab 18 ist. Ja. So. Ist die Quest jetzt mal endlich bald zu Ende? Wir suchen hier schon seit Ewigkeiten hier. Ich weiß auch jetzt ehrlich nicht mehr, was ich plappern soll. Vielleicht fangen wir das Thema noch Levelrunde auf. Ihr habt schon wieder ganz fleißig gefragt, ja, wann kommt denn die neue Levelrunde? Kannst du das mal ankündigen? Ich weiß noch gar keinen Termin, obwohl ich das wirklich mal machen müsste wieder. Was heißt machen müsste wieder? Es ist ja, letzte Woche war ja erst der letzte Level-Termin. Und ja, wenn sowas stattfindet, wird das wieder als Video angekündigt oder in einem Video angekündigt werden. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass dann immer ein separates Video dazu kommt. Aber ich werde das natürlich dann versuchen. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht vom letzten Levelritt. Ich muss mal noch immer gucken, ob ich das zusammenschneiden kann ein wenig. Oh Gottchen, jetzt reicht's aber mit den blöden Perlen hier, also. Ah, wir haben alle gefunden. Wunderbärchen. Okay, dann geht's wieder auf zu Baroness. So. Oh, danke, Lisha. Du hast sie alle gefunden. Großartig. Lass mich dir dies zum Dank schenken. Auf Wiedersehen. Oh, wir haben Schuhe bekommen. Oh, blaue Schuhe. Blaue gefütterte Sneakers. Du hattest niemals ein schöneres Paar Schuhe an deinen Füßen. Reiten, springen über 4+1. Die Stats sind wirklich schlecht. Kann man nicht anders sagen. Wenn ihr die Schuhe verkaufen würdet, würdet ihr 330 Jorvik-Schlinge bekommen und ist auch schon wieder Level 6. Aber ich finde sie schick. Ich finde, sie haben was. Also auf Blue Diamond könnte ich sie mir gerade vorstellen, ja. Ja, das war also das Midforce-Update. Denkt daran, in der Mall vorbeizuschauen. Da gibt es neue Klamotten. Freut euch. Also, ich hoffe, dass sie nächste Woche kommen. Aber
Hofft einfach mit mir zusammen mit, dass nächste Woche die neuen Pferde vielleicht kommen, sie checken. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende am Samstag. Genau, ist ja noch ein bisschen hin bis dahin. Und bis dahin, eure Alicia. Yeah.